Hi ihr Lieben und willkommen zurück zu Parker and Lane. Was ist das hier eigentlich? Achso, da kann man die Szenen nochmal anschauen. Ja, wie cool. warum kann ich die nicht anschauen? Keine Ahnung. Ist auch egal. So. Wir sind jetzt im letzten Kapitel angelangt. Level 51. Bewege dich 20 Sekunden lang nicht. Oh. Okay. Mit wem denn? Oh, okay. Parker? Parker, wo bist du? Komm schon, Parker. Bitte sei nicht tot. Du darfst nicht tot sein. Ich wusste doch, dass sie ihr helfen würden. Wie können sie das nur tun, nach allem, was sie getan hat? Warum sollte ich ihr nicht helfen? Sie ist ein Mitglied ihrer Truppe. Sie hat Officer Marx getötet. Parker hat jemanden getötet. Die Frau ist eine Heldin und keine Verbrecherin. Und sie ist in Schwierigkeiten. Ich werde ihr helfen. Und ich werde sie festnehmen. Okay. Dann haben wir dasselbe Ziel, denn wir wissen, wir müssen sie erst einmal finden. Denken wir alles noch einmal durch, so wie sie das auch für uns getan hätte. In Ordnung, gehen wir es an. Okay. Ja, ernsthaft, jetzt spiele ich mit ihnen? Euer Ernst? Wo sind denn hier die Dinger, wo die hin müssen? Hä? Wo ist denn hier eine Blume? Ach, da. Ah, oh, voll verwirrend. So, ich muss ihn aber noch ein paar Sekunden stillstehen lassen. So. So und so. Okay. So, so und so. Maus. So. So, so, so. Irgendwie weiß ich nicht. Wieso muss ich jetzt mit ihnen spielen? Das ist doch voll doof, ey. Und bei denen habe ich natürlich noch gar nichts gemacht. Ich wusste es, dass das noch kommen wird. Wie doof. Ich wusste, dass das noch auf mich zukommen wird. Echt. Wieso muss ich das eigentlich immer so rummachen? So, und einmal die halten. So, die 20 Sekunden stillgestanden habe ich schon. Stillgestanden! Mein Mann ist gerade ein bisschen blöd, Leute. Mal eine ganz andere Frage nebenbei. Wie würdet ihr es eigentlich finden, wenn ich vielleicht mal, wenn ich Let's Plays mache, die so mache, dass ihr ein kleines Bildchen von mir so hinten in der Ecke seht, wo ihr wisst, ah, oh, okay. Die regt sich dann und dann vielleicht auf darüber oder so. Kann ja sein, dass euch das gefällt, wenn ich mich dann erstmal aufrege die ganze Zeit, weil es alles nicht klappt, wie es klappen soll. Ja, ja. Wäre ja nicht unnormal. Sowas passiert schon mal, oder? So, okay. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass sie hier in diesem Sarg verschwunden ist oder eingekettet oder sie ist oben irgendwo. Weil ich denke, da in dem Dings würde man das sehen, in diesem komischen Teil. Also ich gehe wirklich davon aus, dass sie in dem Sarg ist. Das würde mich nicht wundern. So, einmal dahin. Aber ich schaffe hier meine drei Sterne nicht, Leute. Doch, ganz knapp. Nee, schaffe ich nicht. Wotze, geht da gar nicht. Das ist voll ungewohnt, mit den Typen zu spielen. Okay. Behalten Sie ihn im Auge, während ich schnell etwas aus meinem Auto hole. Diese alte Zauberkiste kommt mir bekannt vor, oder nicht? Chief? Sieht ganz so aus, als ob sie an den Boden genagelt wurde. Hm, ich werde das wahrscheinlich bereuen, aber... Hä? Was war das? Wo ist Lane? Das freut mich allerdings auf. Wo ist Lane? Wo ist er? Er ist verschwunden. Wie von Zauberhand. Ja, ja, wo ist er? Was habt ihr mit Lane gemacht? Okay. Stehe nicht länger als 15 Sekunden still. Ja, Moment. Dann muss ich jetzt ihn doch mal ein bisschen hier... Reicht das noch? Ja. Ein bisschen Dings geben. Stehen nicht länger als 15 Sekunden still. Was meinen Sie mit verschwunden?
Ich bin mir nicht sicher, Sir. Ich hatte die Tür für Sie im Auge behalten. Also wir haben, Dinge untersucht. Ja, klar. Ja, und wir haben ein lautes Geräusch aus der Richtung dort gehört. In Ordnung. Vielleicht gibt es hier einen Schalter oder Hebel oder etwas ausgelöst? Hä? Das wäre für einen Zauberladen nicht ungewöhnlich. Teilen wir uns auf und sehen, was wir hier so finden können. Ja, teilen wir uns auf. Wo kann ich den auffüllen? Da. Okay, du musst zur Katze. Achso, ich darf hier nicht stillstehen. Ah, jetzt hätte ich beinahe was gemacht. Halten. Du musst dahin. Dann kann ich direkt das nehmen. Moment. Einmal das. Warum steht denn da oben Lilly? Oder ist Lilly da oben drinne? Wenn eigentlich im Grunde unser lieber Fassquest, so wie der Typ da heißt, das Ganze hier macht. So. Na gut. Ich habe mir mal ein paar Sachen jetzt geschnappt, damit ich mich wenigstens bewege. Halten. Also die blaue Flasche ist anscheinend, keine Ahnung. Ist im Preis inbegriffen. Nee, Quatsch, falsch rum. So rum. So und so und so. Halten. Eine neue Art von Kamera oder keine Ahnung. Aber Minispiele gibt es hier noch nicht. Finde ich eigentlich schade. Ich mag Minispiele. Das ist diesmal ganz schön zu kurz gekommen, muss ich sagen. Mal bewegen. Ja, doch. Es hängt gerade. Das mit dem Minispiel ist definitiv diesmal zu kurz gekommen, meiner Meinung nach. So, okay. Ja. Bisschen schneller hier mal. Mäuschen. So, was darf es denn bei dir sein? Einmal das. Katze. Ah, nee, du musst zur Katze. Du musst dahin. So, und dann gehst du dahin. Was darf es denn da bei dir sein? Ah, zumindest muss ich jetzt nichts mitnehmen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich weiß so gerade nicht, warum ich so viel hier drin habe. Ich darf nicht stillstehen und die Leute kommen viel zu langsam. Geht ja mal gar nicht. Aber das Teil habe ich noch drin. So. Halten. Das sah jetzt gerade danach aus, als ob sie das Teil auf dem Kopf hätte. So, wir sind aber auch gleich hier wieder durch. So, ich zeige dir das Licht und zeige dir, wo du gucken musst. So, da könnten wir auch den dritten, ja, den dritten Stern schaffen. Gut. André? Ich sag doch. Ich hab doch gesagt, dass er dahinter steckt, Leute. Das hätte ich echt nicht erwartet, aber es ist so. Geheimgänge. Wer bitte nutzt heutzutage noch Geheimgänge? Ja. André, was zum Teufel tust du hier? Und warum hast du deine Schwester noch nicht losgebunden? Ja, André, willst du denn nicht unsere kleine Lilly hier losbinden? Na, ah, keine Heldentaten hier, Vicky. Stehen Sie einfach schön brav dort auf dem X. Sie stirbt, wenn Sie etwas Dummes versuchen. Vertrauen Sie mir. Du bist an der Reihe, André. Das zweite X ist für dich. Warte, was? Aber du sagtest... Oh, André, jeder lügt. Wusstest du das nicht? Und jetzt der große Moment der Wahrheit. Also, ich weiß ja, dass Sie eine gute Detektiv sind. Ich wette, dass Sie bereits wissen, was jetzt kommt. Weiß ich das? Nein, weil ihr es mir nicht zeigt. Deswegen weiß ich es nicht. Oh, grauenhaft. Aber Leute, dass das dieser André ist, ne? Das war jetzt. Ich habe mir das schon ein bisschen gedacht, aber ich hatte eigentlich noch gehofft, dass es das nicht so ist. Dad war begeistert, als ich meinen Abschluss von der Akademie feierte. Ich glaube,
dass er meine Entscheidung akzeptiert hat, nachdem ich ihm meine Gründe dafür erklärt hatte. Er hat, glaube ich, auch ein paar Freudetränen vergossen, als er das Foto machte. Ja. Okay, weiter mit Level 53. Produkte fallen vom Tablett. Das finde ich immer so schrecklich. Okay. Das stimmt, André. Du warst nützlich. Sollte das jetzt eine Rolle spielen? Ich denke nicht. Oh, halt den Mund. Kein Grund, so zu schreien, Lillian. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. In 5 Minuten wird sich ein Schuss aus dem Gewehr lösen und einer dieser attraktiven Gentlemen hier töten. Wenn du nicht entscheidest, wartet dasselbe Schicksal auf euch alle drei. Sei doch etwas optimistisch. Töte einen und bekomme 2 frei. Kein schlechter Deal. Bist du bereit, eine Wahl zu treffen? Drücke den Knopf und der Schuss geht los. Lustig, oder nicht? Na, ich weiß ja nicht. Lustig sehe ich das jetzt nicht so unbedingt. Aber gut, okay. Dieser Laden hier setzt mir langsam zu. Ausnahmsweise stimme ich Ihnen bei. Finden wir Parker und Lane und verschwinden von hier. Ja, wäre gut, ne? Allein schon ausnahmsweise stimme ich Ihnen zu. Okay, Produkte fallen... Wo sind die jetzt da? Produkte fallen vom Tablett. Na, das hatten wir ja schon mal. Na, da geht's schon los. So, kriege ich eigentlich mal sowas wie ein... Hier gibt's kein Minispiel, nur diese kleinen Spiele, die man nebenbei halt hat, ne? Das finde ich schade. Da fehlt mir echt diese Minispielauswahl, die es sonst in den Spielen halt immer gibt. Aber okay... Ist ja nun mal so. Ha, ich habe gerade kein Produkt auf meinem Tablett gehabt. Hihi. Okay. So. Halten. Na, nochmal halten. Da-dam, da-dam. Das wackelt aber ganz schön hier, Leute. Also. Wahnsinn. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. So, du brauchst einmal. Jetzt muss ich mal kurz warten. Das. Einmal so. Ich glaube, es wackelt gleich wieder, deswegen warte ich kurz ein bisschen. Das ist zwar nicht gut für sie jetzt hier gerade, aber es, seht ihr, es wackelt gleich wieder. So, warum eigentlich immer so rum? Keine Ahnung. So. Wackel, wackel. Ich habe die Maus gehört. Habt ihr sie auch gehört? Ich habe sie nur noch nicht gesehen. Blöde. Ich habe sie zwar gehört, aber gesehen habe ich sie gerade nicht. Mist. Na gut. Einmal so. Aber sie wird dann nochmal wiederkommen. Ich hoffe mal, dass es nicht zu lange dauern wird, bis sie wiederkommt. Und du willst das Blaue haben. So. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ihr das auch sehen könnt. Ich sehe es ja, das reicht mir teilweise. Mäuschen, du darfst gerne nochmal wiederkommen. So. Aber Mäuschen mag gerade nicht wiederkommen anscheinend. Ja, wackel du mal weiter. Dann gehen wir erstmal dahin. Die schicken wir dahin. Und es wackelt gleich, das weiß ich. So. Mensch, Mäuschen, komm mal wieder. Das ist ärgerlich. Oh, das ist voll gruselig hier drinne irgendwie. Weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie voll gruselig hier drin, ne? Ich hab sie... Da! Ich hatte sie gerade wieder gehört. Ich musste jetzt nur... sie sehen. So, Moment. Einmal die grünen auffüllen. Und einmal das auffüllen.
Ich habe es natürlich nicht ganz aufgefüllt und dadurch nicht den ganzen Stern gekriegt. Och, Manno. Nein, ich kann das nicht. Erschieß mich, Lilly. Ich war so wütend, all die Jahre. Dad hat dich gewählt, verstehst du? Ich kann immer noch Dads Stimme hören, wie er sagt, Lilly, rette Lilly. Nein, Andre, was hast du getan? Ich habe Beweismittel deponiert. Ich habe den Bewohnungsschlüssel genutzt, den du mir gegeben hattest. Drück den Knopf, Lilly. Das ist alles meine Schuld. Ich... Es tut mir leid, Lil. Ich liebe dich. Tu es. Okay. Aber ich glaube wohl kaum, dass sie das machen wird. Sie wird wohl nicht ihren eigenen Bruder jetzt hier abknallen. So. Level 54. Fülle dein Inventar auf und gib dann alles 10-mal heraus. Ich hasse das. Ah, endlich. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Weißt du, warum ich dich gewählt habe, Lilly? Nein, das interessiert mich auch nicht. Das sollte es aber. Als Kind musste ich mich zwischen meinen Eltern entscheiden. Wusstest du das? Und all das wegen eines gewissen Detektiv Ron Parker. Dann haben sie wahrscheinlich etwas Falsches getan. Sie waren unschuldig. Meine Eltern zwangen mich zu entscheiden, wer von ihnen die Schuld auf sich nehmen soll. Und jetzt bist du an der Reihe und musst deine Entscheidung zwischen den Personen treffen, die du am meisten liebst. Entscheide dich! Haua, haua, ha. Entscheide dich. Wovon redest du? Kopf oder Zahl? Zahl. Genug von diesem Unsinn. Eine Kollegin ist verschwunden. Konzentrieren Sie sich. Beide Seiten zeigen Kopf, eine Trickmünze. Eine Illusion der Entscheidung, wie alles hier. Wir suchen einfach nach einer anderen Illusion. So werden wir Parker finden. Ich mag diesen Events immer noch nicht. Okay, also ich muss mal... Ach, ich habe zum Glück nur zwei Dinger. Das ist ja schon mal gut. Wo ist das? 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 Da. Buch? Da. Okay, einmal so und so und dann einmal das. Und dann geben wir das direkt raus und dann einmal so und so. Ja, unter anderem muss ich erstmal warten. Es tut mir leid, du musst warten. Ich muss mein Inventar voll machen. Ja, ich habe gerade die Olle gekriegt, mein Inventar voll zu machen. Das gehört zu meiner Aufgabe, also musst du leider warten. So. Guck mal, jetzt kriegst du das, was du brauchst. Wie doof ist das denn, ey? Geh weg da. So, was darf es bei dir sein? Na toll. Dann mache ich das Inventar ja nicht voll. Oh, Gotten. Gottengüte. So, einmal das und einmal das. So und so. Dann haben wir hier einmal die Kamera und du musst jetzt warten, Mädchen. Tja. Ist halt so. Das tut mir leid. Das wirkt sich ja auch immer voll auf die Herzen aus, ne? Also das ist immer voll ärgerlich, denn wenn sich das so auf die Herzen auswirkt. Na, komm, einmal halten. So, was darf es bei dir sein? Das. Und jetzt musst du auch erstmal warten. Tja. Kommt die nächste. Was möchte sie? Ich habe Maus gehört. Aber nicht gesehen. Mist. Okay, einmal das in grün. So, dann tun wir dich dahin und dich dahin. So, okay. Einmal das in rot. Und jetzt müssen wir wieder warten. Lalala. Also, hä? Die roten kann man aber nicht auffüllen. Die sind wahrscheinlich genauso wie diese anderen Dinger. Na gut, füllen wir wenigstens mal die grünen auf. Ja, du musst erstmal warten. Ja, ja. Ach, zu dir kann ich ja hinkommen. Du willst ja nur quatschen anscheinend. So. Das wirkt sich sowas von auf meine Dings aus. Oh, ist das nervig. So und so. Die Maus gerade nochmal gehört und sehe sie nur schon wieder nicht. Das Mäuschen hier irgendwo ist und ich es nur nicht sehe. Aber ich glaube es gerade schon wieder gehört zu haben, oder? Ach, ich weiß es gerade nicht so ganz genau. Das ist bestimmt irgendwo, wo man sie nicht vermutet, weil man dann vielleicht direkt davor steht oder so. So, zweimal das Gleiche.
Zweimal noch. Gut. Okay. Ja, bis da jemand kommt. Einmal die gelben auffüllen. So, dann brauche ich, muss ich da hin. Und da, dann kann ich da schon mal hingehen. Maus. Wo ist die Maus? Oh, Leute, ich sehe die Maus nicht. Wahrscheinlich ist sie dahinter oder so. Und deswegen sehe ich sie jetzt nicht. Das wette ich mit euch. Wie doof ist das denn, ey? Mann. Ne, nehmen wir erstmal den. Weil der ist noch nicht weg. So. Na, immerhin haben wir den zweiten Stern. Das ist ja schon mal gut. So, das war das. Und dann so. Also Aufgabe haben wir dann schon mal erledigt. Jetzt kann ich wenigstens wieder ordentlich die Sachen zusammensammeln, ohne dass ich da ständig immer das machen muss, was man von mir verlangt. So. Aber ich habe die Maus leider nicht mitgekriegt, weil ich sie nicht gesehen habe. Ach, ist das doof. Mann. Blöde Maus. Lane, in was für ein Chaos habe ich dich nur hineingezogen? Nicht gerade ideal. Erinnere mich daran, dass ich aufhören sollte, Polizist zu spielen. Was für ein Zweck hat das all hier? So bekommst du... Zurück? Warum sollte ich das denn wollen? Der Zweck von all dem hier ist, herauszufinden, aus was für ein Holz du geschnitzt bist, Lily Parker. Wollen wir doch einmal sehen, wozu du fähig bist. Lily Parker, geisteskranke Detektivin und Mörderin. Okay, krass, der Typ hat doch echt einen an der Matsche irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay, Level 55 machen wir noch. Fastquest ermüdet, wenn er zu viel geht. Aha, okay. Ich bin keine Mörderin. Selbst wenn du nichts tust, bist du immer noch eine Mörderin. Nur noch 10 Sekunden, kleine Lily. Es gibt keine Entscheidung. Es gab nie eine Entscheidung. Und dein kleiner Plan hier hat einen Fehler, Jacob. Einen, an den du nicht gedacht hast. Lily, nein. Ein Schuss. Unsere Zeit ist abgelaufen. Okay. Oh, die hat sich jetzt davor geworfen, Leute. Jetzt oder nie. Wir müssen sie finden. Okay. Krass. Okay, er ermüdet also schnell. Ja? Wo bleiben sie? Ich wollte gerade sagen, kommt hier keiner? Was geht denn jetzt? Also, ernsthaft? So. So, okay. So und so. Achso, eins, zwei. So, so. Ach. Wie doof. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis wir denn da richtig weitermachen können, wenn der so schnell ermüdet. Kurz warten und dann dahin. Oh, es tut mir leid, alter Mann. Aber ich meine, hey, was soll ich machen? Ich muss dich ja zum nächsten schicken irgendwie. Was ist das denn? So, was darf es bei dir sein? Auch so ein Teil. Kriege ich jetzt mal wieder Minispiel? Nein, natürlich nicht. Leute, mir fehlen die Minispiele hier im letzten Kapitel. Warum gibt es hier keine? Wie doof ist das denn? Keine Minispiele im letzten Kapitel. Maus! Diesmal habe ich sie gefunden. Aber das ist doch voll doof. Keine Minispiele im letzten Kapitel. Kurz warten. Einmal dahin. Die schicken wir kurz dahin. Dann dahin. Dann kann ich das nehmen. Jetzt muss ich erstmal wieder warten. Oh, ich muss erstmal warten. So, einmal dahin. Einmal ziehen. Es tut mir leid, dass ihr alle immer warten müsst, aber ja, was soll ich machen? Jetzt habe ich schon wieder zu schnell agiert, ey. Dabei versuche ich schon echt langsam zu gehen. Habe ich das jetzt nicht mitgekriegt?
So, warten. Wow, Leute, ich habe einen Stern erreicht. Mann, ich bin ja echt der Hammer. Besser kann es doch gar nicht laufen, oder? So, dich einmal dahin. Sag mir, was du brauchst. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Dieses Hängen zwischendurch ist ganz schön nervig manchmal. So, wir warten kurz. Und dann gehen wir dahin. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis ich weitermachen kann. Sein Dings da, Booms da, was auch immer das ist, muss erstmal runtergehen. Weil ich kann da schon mal hingehen. So. So. Ja, also zwei Herzen schaffen, Sterne schaffen wir definitiv. Ob wir den dritten schaffen, wir werden es sehen. So, du musst dahin. Da kann ich so hingehen. Dann brauche ich die Kamera. So und so. Jetzt warten wir mal kurz, dass wir mal eben auffüllen können. So, einmal dich in die Telefonzelle schicken. Du kriegst gleich deine Kamera. Ich bin nämlich echt viel zu weit weg davon. Deswegen muss das... Ja, ihr müsst kurz ein bisschen warten, bis das hier halbwegs wieder runtergegangen ist. Halten. Halten. So, ja, du bist schon sauer. Ich merke das schon. Aber kann ich ja trotzdem nichts für... So, dann brauche ich einmal das. Das geht aber auch schnell hoch. Achso, die kann ich ja gar nicht. Das geht aber auch schnell hoch hier, Leute. Das ist echt der Hammer. Nicht schlecht. So, einmal tauschen. Bei dir soll nur gesappelt werden. Aha, ich schaffe aber den dritten Stern, Leute. Wenn auch nur vielleicht knapp, aber ich schaffe ihn. So, was möchtest du? Du brauchst das Grüne. Gotte Güte. So. Jetzt bin ich einmal kurz müde und kann nicht mehr laufen. So. Okay, aber geschafft haben wir das zumindest. Auch mit drei Sterne, Leute. Ja, ja. Lilly. Nein, du solltest dich doch entscheiden. Bumm. Halt einfach den Mund. Aua. Das ist geil. Lilly, nein, 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 bitte, sei nicht tot, Parker. Du darfst nicht tot sein. Ich brauch dich doch. Warum habe ich dir das nur nie gesagt? Oh Gott. Versuchen wir wenigstens die Blutung zu stoppen. Okay. Ja, Leute, das war's an dieser Stelle. Und sag hier, bis zum nächsten Mal. Tschüss.